Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Warframe-Bild-Video, diesmal zu den Dex Furis. Die Dex Furis sind eine Event-Waffe, die man im Moment bekommen kann. Über den Event-Quest zum Jubiläum, 9 Jahre Warframe, gibt es jedes Jahr. Heißt, ihr könnt das halt auch nächstes Jahr bekommen, wenn ihr die schon habt. Aus den letzten Jahren lohnt sich trotzdem, den Quest zu machen, dann bekommt ihr einen Waffenslot. Sind umgerechnet 6 Platinum, aber hey, ist geschenkt, kann man mitnehmen. Die Dex Furis ist sozusagen die verbesserte Version der Ak Furis. Wenn wir uns mal die Stats angucken, den Vergleich. Wo haben wir die Ak Furis? A Furis, so heißen sie. Wir haben deutlich mehr Feuerrate, deutlich mehr Magazin, eine erhöhte Crit-Chance, deutlich erhöhten Status und ja, etwas weniger Gesamtschaden. Das ist aber okay. Ich sag mal, die Dex-Waffen im Allgemeinen sind ja so mittelmäßig. Für den Anfänger sind das echt schöne Upgrades, für den erfahrenen Spieler eher nicht so. Ich habe 2 Builds vorbereitet. Ein Casual-Build, womit ich auch im normalen Spiel jetzt spiele, beziehungsweise spielen würde, wenn die Waffe wirklich gut wäre. 4 Former habe ich eingebaut und einen Fun-Build. Den gucken wir uns auch noch an. So sieht der normale Build aus. Wir haben Auge Pack drin für mehr Schaden. Wir haben tödlicher Schwall für mehr Feuerrate und mehr Mehrfachschuss. Wir haben Laufstreuung für mehr Mehrfachschuss. Wir haben Hornissenstich für mehr Schaden. Prime Panzerbrecher und Prime Cleverer Schachzug für mehr Crit-Schaden und Crit-Chance. Dann Eissturm. Da kann man auch den, wo haben wir ihn? Erfrieren reinmachen oder Ruck, wenn ihr Korrosionsschaden reinmachen wollt. Ich habe Eissturm einfach drin wegen den zusätzlichen Munition. Wegen der zusätzlichen Munition. Plus 40% Magazingröße. Von 100 auf 140. Ist angenehm zu spielen. Dazu noch Pistolenpestilenz. Ist, glaube ich, klar, damit es zu Virus wird. Man kann auch Korrosion machen. Das ist hier ziemlich egal, denn wir haben hauptsächlich Durchschlagsschaden. Dementsprechend lohnt sich auch nicht. Wo haben wir ihn? Hämorphagie. Ja. Das können wir uns jetzt angucken gegen Level 185er Heavy Gunner. Wird nicht so angenehm. Sagen wir es mal so. Also die Feuerrate ist schön. Aber wir verbrauchen so ein 140er Magazin. Und haben ihn jetzt auf, ja, 2/3 abgezogen. Also gegen Level 185er Heavy Gunner nicht geeignet. Wenn wir die jetzt mal töten und wir sagen, wir spielen gegen Level 60er. Dann sieht man, ja, im Mid-Level-Bereich und Low-Level tolle Waffe. So, das ist das Damage-Bild. Also, wie gesagt, Mid-Level, Low-Level geht alles klar, aber so ab Level 100 wird es schwierig mit dieser Waffe. Füllen wir mal wieder auf die Munition. Und dann zeige ich mal den Just-for-Fun-Bild, denn die Feuerrate ist halt auf 20, oder? Feuerrate, 20. 20 Feuerrate. Das ist viel. 20 Projektile pro Sekunde. Nun, ich habe einen Just-for-Fun-Bild gemacht mit möglichst viel Feuerrate und da kommen wir auf 64,4. Drin ist anemische Agilität, schnelles Ziehen. Prime cleverer Schachzug ist einfach nur so drin. Ist eigentlich nicht wichtig. Revolver hält, Hornissenstich auch nur, damit wir etwas Damage machen. Tödlicher Schwall auch für mehr Feuerrate, Laufsteuerung, etwas mehr Damage. Eissturm für mehr Magazingröße. Wir kommen somit auf ein Magazin von 140. Eine Nachladerate von 1,4 Sekunden. Das kann man noch höher machen,
Ja, muss man jetzt aber nicht machen, denn wir schießen sehr schnell. Mit 64,4 Feuerrate. Wir machen so gut wie keinen Damage. Aber es ist lustig. So, das waren 140 im Magazin. Und wenn wir jetzt noch sowas wie Wisp oder Gauss mit reinnehmen, die unsere Feuerrate nochmal erhöhen. Das waren 140er Magazin. Ich meine, es ist echt nicht munitionseffizient und wir machen nicht den größten Schaden. Das war jetzt ein 160er. Mit der Munition, die wir gerade verballert haben, hätten wir auch einen 185er platt machen können. Hätten. Aber es ist halt... Es ist lustig. Es zeigt zumindest das, was so möglich wäre. Nun denn, so viel zur Dex Furis, zur Dex Sibaris und den Dex... Dakra heißen sie, glaube ich. Kommt auch noch ein Video. Wahrscheinlich dann in nächste Woche. Zumindest zu den Dex Dakra, denn da werden die in der Mission verfügbar sein. Ab Montag 18 Uhr, glaube ich, wird das resettet. Heißt, ihr habt noch bis Montag 18 Uhr Zeit, die Dex Furis zu bekommen. Danach dann die Dex Dakra. Zusätzlich, könnte ich noch kurz reinbringen, Excalibur. Der gute Excalibur hat auch einen Skin, nämlich den Umbra-Skin. Wo haben wir ihn? Nicht den Umbra. Was sage ich da? Den Deck-Skin. Den könnt ihr momentan auch bekommen. Sieht folgendermaßen aus. Ist auch ganz schön. Den Syandana hat man letzte Woche bekommen. Kriegt man jetzt gerade nicht mehr. Der Skin ist aber auch ganz nett. Wenn ihr den schon habt von den letzten Malen, bringt nichts, den nochmal zu machen. Ja. Nächste Woche wird es dann den Rhino-Skin geben. Den gucken wir uns dann an. So. Oder entweder der Rhino-Skin oder das Rüstungspaket. Naja, wie dem auch sei, wir sehen uns in einem anderen Video. Bis dahin. Ciao, ciao.